Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Haunted Memories. Ja, ich habe hier bereits gespeichert unsere Fortschritte und wir müssen uns, warte mal, genau. Ich weiß nicht, ob ihr hier meine Maus sehen müsst, aber wir müssen hier zum Cave. Da drüben. Wir müssen also jetzt den ganzen Weg hier bis da hinten hingehen. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Ich habe ja von Slenderman ein bisschen Angst, aber ich denke mal, der tut uns nichts. Der Gute. Er hat uns im letzten Part nämlich ziemlich geärgert und bevor der ganze Fortschritt verschritten war. Verschritten war, jawohl. Umsonst war, würde ich mal sagen. Bin ich speichern gegangen. Weil ich weiß wirklich nicht, wo die nächste Schreibmaschine ist und ich sehe. Achso, das ist nur eine Laterne, okay. Aber wir müssen gut horchen. Da drüben ist er. Ich habe immer noch nicht herausbekommen, ob man hier sprinten kann. Es wird immer dunkler. So, wo sind wir? Och, haben wir es ja gleich geschafft. Da ist unser Generator, wo wir im letzten Part den wir im letzten Part aktiviert haben. Muss öfters mal hingucken, wo wir hingehen. Kommen wieder in so einen Nebelbereich, wo immer die Wahrscheinlichkeit ist, dass er gleich auftaucht. Ich habe ein bisschen Schiss. What the fuck? Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Eigentlich sollte man ja nicht ins Licht gehen, ne? Aber ich tu das mal. Warum bleibst du nicht stehen? Shit. Game over? What the fuck? Nein, das will ich natürlich nicht. Gibt's hier nicht irgendwie einen Moment? Settings, Sharpen, Controls, Edit. Jump, right, left. Ich müsste mal kurz, damit meine Steuerung ein bisschen angenehmer ist. Ah, Sprint. Aktion mit E. Gut, ja. Dann loaden wir mal und dann können wir, jetzt weiß ich, wie man sprintet. Habe ich jetzt auch eingestellt. Ja, war ziemlich bizarr. Ich glaube, jetzt können wir die Story gut schaffen. So. Warum?
Warum? Ah, ich hab doch nicht mal was gemacht. Darf ich nicht mal das Spiel starten, ohne dass du mich ärgerst? Mobber. Ich zeig dich an. Ich ruf gleich deine Mama an, wenn du so weitermachst. Ich darf nicht mal meine Batterie aufladen oder wechseln. Wenn er gleich nochmal auftaucht, ne? Ich zieh ihn gleich eine über. So. Lauf. Warum gehst du nicht? Hallo? Och nö. Nee, einen Moment. Der hat meine Einstellung wieder zurückgestellt. Kleiner Hund. Warum ist es so eine Scheiße hier einfach? Kann man das nicht irgendwie hier apply? So. Wenn du jetzt noch einmal. Wenn du jetzt noch einmal mich so überrascht, ne? Dann zieh ich dir eine rüber. Und das mit meinen dicken Kolben, du. Und wenn du fragst, was für ein Kolben ich meine, ne? Das willst du gar nicht wissen. So, jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Du bekommst mich nicht, du bekommst mich nicht. Ich bin zu schnell für dich. La 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 la. Jetzt kann ich endlich laufen. La 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 la. Habe ich überhaupt unendlich Ausdauer? Ja, ne? Sollte nicht so viel. Ach was, komm. Sportlich, sportlich ist der Mann, ja. Ich weiß nur nicht, ob wir in die richtige Richtung laufen. Ja. Auf mir so ins Ohr zu stöhnen. Das ist ja ekelhaft. Echt, ey. Das Wetter fühlt sich auch von dir belästigt. Darth Vader, Alter. Schon mal deine Basis, Alter. Ich leide an Asthma. Asthma-Angst hier. So, wir sind jetzt dahin gegangen. Und dann war da irgendwie mal hättest. Ich sehe nichts mehr. Bleib stehen. Diesmal kriege ich dich. Bleib stehen. Weiß nicht, ob wir das machen sollten. Wo auch immer wir sind. Ich habe keine Ahnung. Lass mich in Ruhe, lass mich einfach. Scheiße. Das war's. Lass mich doch in Ruhe, verdammt. Ja, Jetzt muss ich erst mal gucken, sind die Settings noch. Kann man hier Episoden überspringen? Weil ich check nicht, was wir da machen sollen. Wir machen mal mit der zweiten Episode weiter.
Ach, kann ich noch nicht. Ist unwayable. Ich muss also wirklich dieses als erstes schaffen. Ah, ich muss mir aber wirklich mal angucken, was wir danach machen sollen. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, was wir da machen. Ich gehe jetzt mal geradeaus weiter. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Refresh und auf geht's. Vielleicht sollte ich nicht so viel laufen, weil man hat gesehen, er hat doch nicht eine unendliche Ausdauer, der gute Mann. Sollte mal vielleicht bei Magat trainieren gehen, dann würde der Slenderman ihn nicht so viele Probleme hier machen. Wir sollten vielleicht mal einen neuen Namen für Slenderman finden, weil Slenderman ist ja eigentlich aus einem anderen Spiel. Wie könnten wir ihn nennen? Vielleicht Slender-Bübchen oder... Oder Kiezhänger. Slender-Kiezer. Oder... Waldureinwohner. Was ist denn das denn? Na gut, wir sollten nicht auf Illusionen reinfallen. Das könnte ziemlich böse werden, wie man sieht. Und wir versuchen das jetzt noch einmal hier. Nein! Ach, fick dich doch einfach! Na gut, Leute, wir haben gesehen, was passieren wird. Im nächsten Part versuche ich dann mal, ja, geradeaus weiterzugehen. Und ich gucke auch mal ein bisschen im Internet, weil ich spiele das ja blind. Ich habe das noch nie gespielt. Ich kenne auch nicht die Lösung und ich habe es auch noch nicht bei einem anderen Let's Player gesehen. Ich habe auch von diesem Spiel bisher nichts gewusst. Und ich gucke mal mich ein bisschen um, wie wir voranschreiten, weil wir sind doch noch ziemlich sehr, sehr stark am Anfang in den fünf Parts. Sind nur Stück für Stück weitergekommen. Das liegt auch daran, weil wir nicht so oft speichern können. Was ich sehr nachteilig finde, weil wir müssen jetzt erstmal wieder zurück und... Flashlight Strange. Ach so, da können wir noch ein bisschen die Stärke. Ja. Fire A, Fire B. Ja, wir müssen erstmal. Ich werde auch ein paar Optionen hier mal ausprobieren. Und weil ich hier sehr viele Sachen habe, von denen ich nichts weiß, zum Beispiel Next Reaper, Previous Reaper, Flashlight, Strange, das wissen wir alle. Taschenlampe Stärke. Aber Fire A und Fire B. Muss ich gucken. Wie gesagt, wenn euch der Part trotzdem gefallen hat und ihr vielleicht Tipps für mich habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Das würde mir wirklich sehr helfen. Und ich werde, wie gesagt, mal gucken, wie es dann weitergeht. Und im nächsten Part werden wir halt, wie gesagt, den einen Weg, falls ich dazu etwas gefunden habe, bestreiten. Und ja, bis demnächst. Ciao.